Hi, wir sind Ilan und Anja und bauen uns derzeit ein Tiny House auf Rädern. Wir stecken derzeit im Innenausbau, waren vor einigen Wochen ja auch wieder in Detmold, da wo unser Tiny House gerade steht, und haben auch unter anderem, ihr habt es wahrscheinlich in dem einen oder anderen Video schon gesehen, unseren Waschmaschinen/Technikschrank gebaut. Und das möchten wir heute mit euch teilen und unter anderem auch erzählen, was da so kritisch war und warum dieses Projekt mit unserer Heizung, die da ja auch Platz finden sollte, beinahe gescheitert wäre. An dieser Stelle könnt ihr auch gleich unseren Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es sei auch gesagt, dass ihr das bitte nicht so nachmacht. Wir sind keine Profis, wir sind keine beruflich auch keine Handwerker, sondern wir haben das einfach nach bestem Wissen und Gewissen umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind ans Ziel gekommen, aber es gibt ja auch mehrere Wege. Selbstverständlich haben wir auch sehr, sehr viel recherchiert im Netz. Wie sieht ein solcher Waschmaschinenschrank/Technikschrank aus oder wie kann dieser aussehen? Auch in der Konstruktion, ne, dass wir überhaupt wissen, wo müssen wir verstärken, wie stabil muss es sein bei so einem Waschmaschinenschrank, weil wenn der Schleudergang einmal läuft, dann ist da auch kein Halten mehr. Und da möchten wir einfach sicher gehen, dass das nicht links und rechts aneckt und da auch noch Platz dann für diese Matte ist, die Waschmaschinenmatte, die dann ja auch die Flankenübertragung so ein bisschen mildern soll. Was soll denn jetzt alles verstaut werden in diesem Schrank? Einmal der Waschtrockner, also die Waschmaschine. Unser Heizungssystem. Dann haben wir natürlich noch die Handtücher und Kosmetikkram und nur die ein oder andere Haarbürste. Aus welchem Material bauen wir diesen Schrank? Wir bauen ihn einmal aus Fichtenholz, also Fichte KVH. Dann haben wir die Regalbretter, diese bestehen aus Paulownia-Holz. Dann haben wir noch Pappelsperrholzplatten für die Verkleidung. Wir haben erstmal eigentlich wie bei unseren Badezimmerwänden auch die Grundkonstruktion gebaut. Wir verlinken euch gerne nochmal das dazugehörige Video. Sofern die Bodenleiste dann zugeschnitten war, haben wir diese auf den Boden gelegt, die Pfosten aufgestellt, um erstmal ein Gefühl zu bekommen, ist der Schrank jetzt ausreichend groß? Wie können wir das ganze System befestigen? Und haben dann auch gemerkt, dass wir den Schrank doch lieber vergrößern möchten, weil die Verankerung oder das Verschrauben an dem Balken zum Schlafloft viel einfacher und somit auch sicherer wäre. Denn am Ende ist unser Haus sehr mobil. Wir möchten das regelmäßig bewegen können. Als der Rahmen dann stand, haben wir uns an die Höhe für das kommende Brett gemacht. Und zwar ging es auch da um einen Balken, der quasi die Mitte nochmal stärkt, weil wir davon ausgingen bis dahin, dass die Alde dann in die Mitte kommt. Das war einfach das erste Regal, das wir da gebaut haben. Und ja, also dies ist auf jeden Fall besonders verstärkt. Die Länge und Breite der Regalbretter haben wir erstmal zurechtgeschnitten. Es war von vornherein eigentlich geplant, dass wir uns den Balken anpassen. Das heißt, dass wir da auch wieder die Regalbretter so zuschneiden, dass diese genau eben in diesen Balkenzwischenraum passen oder dass dieser mit berücksichtigt wird, damit auch die Regalbretter nirgendwo hin können. Als dann endlich das erste Regalbrett saß, was uns schon mal ein richtig gutes Gefühl gegeben hat, wie das dann später mit dem Waschtrockner aussehen könnte, haben wir dann geschaut, Mensch, auf welcher Höhe würde denn das zweite Regal gut passen? Und haben dann tatsächlich festgestellt, dass es für uns gar nicht so sinnvoll ist, dass gleich über der Waschmaschine unser Heizsystem positioniert wird, weil ich jetzt, oder ich zumindest, kleiner bin als du mit 1,68 und es für mich viel entspannter ist, gerade auch bei einem 60 cm tiefen Schrank, den so zugänglich wie möglich zu haben, dass ich auch gut reingreifen kann, ob das dann für Handtücher ist oder sonst was, aber einfach, dass man den Schrank gut nutzen kann. Und das für mich im oberen Bereich dann doch schwerer gewesen wäre. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich kann man die Heizung doch auch oben positionieren. Haben das nicht lange hinterfragt und einfach das Regalbrett entsprechend hochgesetzt, dass so gerade die Alde reinpasst. Wir wollen ja auch keinen Platz verschwenden. Ja, ein bisschen Luft hatte sie schon. Wir haben ja noch den Balkenzwischenraum oben. Also wir haben Pappelsperrholz 6 mm wieder verwendet, das Ganze zugeschnitten mit der Aussparung auch im Ständerwerk wieder und das Ganze dann verschraubt. Das ging dann zum Glück relativ schnell. Ja. So. Ja, und dann kam das ungeplante, ergänzende kleine Projekt der Serviceklappe. Wir sind nämlich bis dahin davon ausgegangen, dass die Anschlüsse nach hinten zeigen würden und nicht nach vorne. Wie halt bei einem Gerät mit einem Stromstecker.
dass der Stecker ja auch hinten und nicht vorne. Auf der anderen Seite ist es allein für die Wartungsarbeiten schon sinnvoller, dass alles nach vorne zeigt. Und genauso sollte es eigentlich auch sein. Bis dahin wussten wir das doch nicht. Und unser Gaswasserinstallateur hat uns auch dazu geraten, eine Serviceklappe zu installieren. Ist so oder so nicht verkehrt. Jetzt kommen wir viel, viel besser ran. Wir haben uns nämlich diesem Projekt dann auch gewidmet und einen gewissen Bereich ausgeschnitten. Ja, nicht mit einem Multitool oder so, sondern mit der Stichsäge, was ziemlich verrückt ist. Bitte, bitte, bitte nicht nachmachen. Ich denke nicht, dass irgendjemand das nachmacht. Nein. Auf jeden Fall auch hier mit Magnetverschluss, also den Bereich, den wir ausgeschnitten haben, den können wir dann jetzt auch wieder festmachen und jederzeit wieder rausdrücken. Wir haben die gleichen Magnete verwendet wie auch bei unseren Schubladensystemen, die wir für unsere Küche auch verwendet haben. Können wir euch gerne auch nochmal verlinken. Der Kleber, der bei den Magneten dran war, der hält leider nicht so gut auf dem Holz. Zumindest dieser Kleber, der mitgeliefert wurde. Wir haben dann anderes, deutlich stabileres doppelseitiges Klebeband jetzt verwendet. Und das hält bisher recht gut. Ja, und weil es so besonders schön ist, haben wir uns dann für einen Rahmen entschieden, der diesen wunderschönen Ausschnitt auch verdecken kann. Also wir haben den Rahmen ja noch nicht befestigt. Mhm. Wir merkten einfach nur, als wir den Rahmen soweit in seinen einzelnen Teilen zugeschnitten haben, mit Gärungsschnitt, dass das Projekt wieder ein bisschen länger dauert und es eigentlich gerade nicht auf unserer Prio-Liste steht. Es kostet uns Zeit. Wir sind jetzt eine gewisse Anzahl von Tagen nur noch dann vor Ort gewesen und haben gesagt, nee, das sind keine essentiellen Aufgaben, das machen wir später, sofern wir mit dem Gröbsten durch sind. An dieser Stelle sei auch gesagt, dass wir uns ja noch nicht für eine Tür entschieden haben. Also wir haben noch keine Tür für unseren Waschmaschinen-Technik-Schrank. Auch das ist wieder wie bei der Serviceklappe mit dem Bilderrahmen für uns eher eine Aufgabe mit geringerer Priorität. Wir wollen ja jetzt einfach gucken, so effizient wie möglich die wichtigsten Dinge im Haus fertig zu kriegen. Und ob dann am Ende die Tür aus einem Flügel besteht oder aus zwei Flügeln, ob das eine Falltür sein wird, das wird sich alles rausstellen. Aber der Schocker, der folgte noch. Wir waren ja jetzt fertig, ne? Also Serviceklappe war installiert, die Regalbretter waren installiert, der Schrank stand eigentlich, auch die Trennwand, die war ja auch installiert und verschraubt und dann hieß es, vielleicht kann die alte da oben gar nicht hin. Oh, das war grausam, weil wir im Rahmen der Installation auch für Heizung und Wasser uns immer mehr damit auseinandergesetzt haben, wie wird denn jetzt unser Heizsystem angeschlossen. Ja, somit haben wir viel auch mit unserem Ansprechpartner bei Alde telefoniert und hatten lockerflockig erzählt, ja, und unsere Alde, die ist jetzt da ganz oben im Schrank und da sind ja auch noch für das Wasser Entleerungshähne und die werden laut Anleitung in den Boden geschraubt. Wie machen wir das denn jetzt? Und er fragte nur verwundert, wie jetzt? Ja, eigentlich wird die auf dem Boden installiert. Also wir haben vier Pumpen, ja, und sind überhaupt nicht davon ausgegangen, dass die Alde vielleicht gar nicht da oben positioniert werden kann. Anderthalb Tage des Bangens muss vielleicht der Waschtrockner doch hochgesetzt werden, was uns bei unserem mobilen Haus eigentlich nicht so lieb ist. Zum Glück kam dann auch die Erlösung. Er hat uns da eigentlich grünes Licht gegeben, auch ohne Erfahrungswerte, aber wir testen das und fühlen uns jetzt auch ganz gut mit der Entscheidung. Jetzt haben wir natürlich einige Entlüftungsschläuche und Entwässerungsschläuche, die dann 2 Meter lang sein müssen, damit sie es auch bis nach unten hin schaffen. Und das ist aber noch ein Thema für sich, das kommt noch. Wir hoffen, dass euch das kleine Update gefallen hat. Und wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Bleibt dran, es wird noch einiges folgen. Und wir freuen uns dann, euch munter und gesund nächste Woche wiederzusehen. Tschüss. Tschüss.